Die Pariser Cinémathèque zeigt ab dieser Woche eine große Gérard Depardieu-Retrospektive. Okay, aber worum geht's nochmal bei Gérard Depardieu? Hier unsere subjektive Auswahl in 10 kleinen Häppchen. Gérard Depardieu unternimmt Anfang der 1970er erste Gehversuche bei José Giovanni oder Alain René. Aber auch bei Pierre Tchernyak und das gleich doppelt. Doch dann kommt der Durchbruch mit Die Ausgebufften 1974 vor der Kamera von Bertrand Blier. Depardieu und Patrick Devers zu Fuß, auf dem Tandem, auf dem Moped, im Einkaufswagen, dann in einer Ente, einem Ford, einem Rolls, einem Morgan, einem Citroën Traction Avant und natürlich im Citroën DS. On est pas bien là? Hein? Tu descends les coussins d'huile? Sous ton cul? Gérard Depardieu trifft danach auf Isabelle Adjani bei André Téchiné und auf Jane Birkin bei Jacques Rouffiot, spielt einen Boxer bei Claude Sauté und hat ein gespanntes Verhältnis zu Bulle Ogier bei Barbet Schröder. Zur gleichen Zeit entdeckt ihn der italienische Film und den Höhepunkt bilden Begegnungen mit Robert De Niro in 1900 von Bernardo Bertolucci, mit Ornella Muti in Die letzte Frau von Marco Ferreri und natürlich mit Schimpansin Bella in Affentraum, ebenfalls von Marco Ferreri. Gérard Depardieu dreht Ende der 70er Jahre zwei Filme mit Marguerite Duras. Erst Baxter, Vera Baxter, dann Der Lastwagen, wo der Schauspieler und die Autorin und Filmemacherin über ein Drehbuch diskutieren. Ça finira comment, d'après vous? C'est peut-être fini. Zur gleichen Zeit entsteht Frau zu verschenken von Bertrand Blier, in dem Depardieu ebenfalls diskutiert, nur diesmal mit Patrick Devers über Mozart. C'est vraiment la musique d'un type qui a jamais été heureux en amour, ça c'est sûr. Tu parles. Le pauvre mec, il est mort à 35 ans. 35 ans, mais tu te rends compte de la perte. Damals entsteht auch ein weiterer Bertrand Blier. Den Mörder trifft man am Buffet mit vielen architektonischen Details. Einer neuen Stadt und einer Neubauwohnung, einer Rolltreppe und einer Wendeltreppe, einem Fahrstuhl in schaurigem Rot und einer ebenso schaurigen Tiefgarage. Und zum Schluss einem Haus am Waldrand mit beinahe Idylle. On avait dit que si le temps se levait, on irait faire une cueillette. Une cueillette de quoi? Champignons. Le mec qui me fera bouffer des champignons, il n'est pas encore né. D'ailleurs, il va pleuvoir. Buvons un coup de rouge. Il me fout l'estomac en l'air, leur picrate, il est trop vert. Vous êtes chiants, les gars. Gérard Depardieu dreht Anfang der 80er eine Erfolgskomödie mit Coluche, dreht unter Claude Berry mit Catherine Deneuve und es gibt ein Wiedersehen mit Alain René. Es folgen zwei wichtige Begegnungen. Erst mit Maurice Pialat, wo Depardieu Isabelle Huppert für die Dauer eines Songs auf der Tanzfläche verführt. Dann mit François Truffaut, wo Depardieu Catherine Deneuve erst zu einem heimlichen Kuss auf der Bühne. Dann zu einem heißen Stelldichein in den Kulissen trifft. Oui, oui. Oui. Oui, 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 oui. Oui, oui. Gérard Depardieu dreht anschließend unter Francis Giraud und unter Alain Corneau, wieder mit Catherine Deneuve. Es folgen zwei Hauptrollen in Vaidas Danton und in Die Wiederkehr des Martin Guerre, dann noch ein Truffaut, in dem Depardieu zufällig einer verflossenen Liebe in Gestalt Fanny Ardants wieder begegnet. Bonjour. Bonjour. Bernard, bonjour. Bonjour. Zur gleichen Zeit entsteht Der Mond in der Gosse von Ben Ex, wo Depardieu Nastassja Kinski im roten Sportwagen unter einem Werbeplakat zu Vogelgezwitscher begegnet. Nicht zu vergessen der zur gleichen Zeit entstandene Film Die Ziege von Francis Weber, wo Depardieu ein ungleiches Gespann mit einem schusseligen Pierre Richard in allen Lebenslagen bildet. Bougez pas. Oh, 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 oh.
Mais quel con. Vous êtes blessé, Campana. Vous êtes blessé. Ça va. J'avais une vie un peu plate avant de vous rencontrer, Perrin. Gérard Depardieu erfüllt Mitte der 80er immer noch der gleiche Appetit nach Filmen, mit ersten Regiearbeiten und einem neuen Corneau mit Catherine Deneuve. Dann gibt es ein Wiedersehen mit Maurice Pialat an der Seite von Sophie Marceau und die Rolle als Jean de Florette in Jean de Florette. Später trägt er die Soutane in Unter der Sonne Satans von Pialat. Dann einen Tigerslip in Abendanzug von Bertrand Blier. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Nicht zu vergessen der neue Film von Francis Weber, in dem Depardieu Pierre Richard wieder trifft und gute Ratschläge erteilt. C'est une technique, le coup de tête. Vous faites comme ça, vous. Vous n'avez aucune force. C'est ici que ça doit partir. Non, mais dis donc, Pepper. Voilà. Mais oh, hey, oh, quoi, qu'est-ce qu'il y a là? Gérard Depardieu erfüllt zu Beginn der 90er ein unstillbarer Appetit nach Filmen, der fast zur Bulimie wird. Es folgt ein neuer Film mit Catherine Deneuve an einer Autobahnraststätte und ein Film von Claude Zidi mit Maruschka Detmasch. Aber auch Filme von René und erneut von Corneau, von Godard und wiederum von Pialat, diesmal sein letzter. Es folgen eine Verfilmung von Zola und eine weitere von Marcel Aimé. Nicht zu vergessen die ersten Gehversuche in Hollywood unter Peter Weir oder Ridley Scott als Columbus. Doch die 90er stehen für Depardieu im Zeichen von Edmond Rostands Fersen vor der Kamera von Jean-Paul Rapneau. Je vous préviens, cher Mirmidon. À la fin de l'envoi, je touche. Und im Zeichen von Schuberts Musik bei Bertrand Blier. Genau, der schon wieder. Schubert ertönt im Hotelzimmer mit Josiane Balasko, in der Tiefgarage mit Carole Bouquet. Schubert erklingt zum Frühstück auf CD oder zum Abendessen live. Qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Pianiste, mon amour. Schubert ist allgegenwärtig, vom Anfang bis zum bitteren Ende. Il fait chier, votre Schubert, vous comprenez? Il fait chier! Gérard Depardieu startet ab Mitte der 90er Jahre eine internationale Karriere. Zunächst unter Norman Jewison an der Seite von Whoopi Goldberg, aber auch in einer Verfilmung von Alexandre Dumas, unter anderem an der Seite von Leonardo DiCaprio. Dann in einer Shakespeare-Verfilmung von Kenneth Branagh. Und einer Asterix-Verfilmung von Claude Zidi. Nicht zu vergessen, 101 Nacht von Agnès Varda, wo Depardieu sich selbst an der Seite von Michel Piccoli spielt. La mort de Danton. C'était rigolo, la guillotine? Oh là, j'ai eu très peur. Ah oui, parce que t'as les mains liées dans le dos, comme ça, on te balance sur la planche, et au-dessus de toi, t'as une vraie lame de 80 kilos, comme ça, qui tient juste par une petite goupille. Es folgt die Schauspieler von Bertrand Blier, wo Depardieu ebenfalls sich selbst spielt. Vous voulez que je vous fasse buter encore? Ah non, pas la Corse, Gérard, pas la Corse! Non, mais attention, hein, parce que je connais beaucoup de monde au gouvernement. Autant pour nous, Gérard, autant pour nous. Alors circulez, okay, okay. Circulez! Okay. Aber vergessen wir nicht, dass Depardieu auch den fliegenden Rocky in der französischen Fassung von Hennenrennen synchronisiert. Mesdames et Messieurs, merci, public adoré. Gérard Depardieu spielt in den 2000ern bei Roland Joffé einen berühmten Chefkoch und bei André Téchiné einen Bauingenieur, wieder mit Catherine Deneuve. Aber auch einen Innenminister unter Jean-Paul Rapneau und einen korrupten Bullen bei Olivier Marchal. In diese Zeit fallen auch ein paar schräge Looks als Cro-Magnon-Mensch in Rrr von Alain Chabat. Als was auch immer mit Vin Diesel in Babylon AD. Und konkurrenzlos schrill als Bösewicht im sexy Leo-Dress in 102 Dalmatiner. Zum Glück gab es auch schickere Auftritte, vor allem in Paris Je T'aime, als Restaurantbetreiber, der Gina Rowlands und Ben Gazzara als Gäste empfängt. Stets zu Diensten. Vor allem aber in Chanson d'amour von Xavier Janoli, als Schnulzensänger mit einem Repertoire von Gainsbourg bis Cécile de France. Tu sais ces photos de la vie, que j'ai pris ça de sans hasard.
maintenant que tu n'es pas là. Leurs couleurs vives pâlies. J'ai cru entendre les hélices d'un quadrimoteur, mais hélas, c'est un ventilateur qui passe au ciel du poste de police. Je t'aime et je crains de m'égarer. Et je sais me dégrader de pavots sous les pavés de mon amour. Gérard Depardieu hat in neuerer Zeit Auftritte in großartigen Biopics über Edith Piaf oder Jacques Mesrine. In einem kritischen Streifen von Abel Ferrara oder mit scheinbar sanfteren Tönen bei Guillaume Niclou sowie in Mammut von de Lépine und Kerverne als Frührentner, der mit Einkaufswagen und Motorradtaschen auf Kriegsfuß steht. Und nicht zu vergessen Bellamy, der letzte Film von Chabrol, ein Kommissar im Ruhestand, der zwar ermittelt, vor allem aber gerne Kreuzworträtsel löst. Déplacement, six lettres. Zum Schluss, und warum auch nicht, am Ende von 45 Jahren brillanter Filmkarriere, eine Rolle in Das Schmuckstück von François Ozon, wo er Dauerpartnerin Catherine Deneuve wieder begegnet. In einem Nachtclub namens Badaboom, zu einem Song der Band Es war einmal. Eine einzigartige Szene in einer Filmografie, die an einzigartigen Szenen so einiges zu bieten hat. Qu'est-ce que c'est que cette musique ?